für mich war es halt schon immer spannend, im Prinzip so kleine, fiese Hacker-Sachen rauszufinden. Also, dass die technisch möglich sind vor allem. Angefangen hat es mit Spielen, dann ging es weiter mit Programmieren. Und ja, so kommt man halt immer tiefer ans System ran. Ja, und irgendwann bin ich beim Informatikstudium gelandet und da kommt man dann natürlich in die tiefsten, also bis zum letzten Elektron, das irgendwo rumfliegt, um dafür zu sorgen, dass dann irgendwann die Maus sich bewegt. Wir testen ein System auf Sicherheit. Manchmal ist es wie eine Spielwiese, manchmal ist es auch wie ein Formular bearbeiten. Bei dem einen muss man irgendwelche Standardparameter abklappern und bei anderen sind irgendwelche Dinge, die außergewöhnlich sind und die erfordern auch irgendwie Kreativität und manchmal auch ein bisschen Glück und alles mit ja, in Kombination eben, um dann vielleicht einen Schritt weiter zu kommen, als man eigentlich kommen sollte. Und es gibt einmal das Putzpersonal-Szenario. Die fiktive Geschichte ist, ich habe Zugang zu allen Büroräumen, kann mein eigenes Gerät mitbringen, stöpsel es irgendwo an und habe dann eine bestimmte Zeit, in der mich mehr oder weniger keiner stört, weil die meisten dann schon in Feierabend gegangen sind. Anderes Szenario ist das Praktikanten-Szenario. Das heißt, man bekommt einen Computer hingestellt, den die Firma jedem Praktikant auch so hinstellt und einrichtet und versucht dann über dieses Gerät mehr Rechte zu erlangen, wie eigentlich möglich sind. Smartphone-Hacken ist schon deswegen spannend, weil viele ihre Online-Banking-Geschichten schon über Smartphone machen. Smartphone ist ein Riesenspeicher von Accounts plus Passwort, Facebook, WhatsApp, E-Mail, Online-Banking. Da sind einfach extrem viele Daten drauf gespeichert und das ist natürlich dann auch spannend. Also entweder man lebt mit dem Risiko, Daten zu verlieren, die man irgendwo hochlädt, oder man lädt keine Daten hoch. Um mal einen Hack zu zeigen, der nicht besonders technisch ist, was auch zeigt, dass Hacken nicht immer unbedingt ganz tief technisch sein muss, ist, wie man so eine Tastensperre umgehen kann. Wenn man das Display so ein bisschen ins Licht hält, sieht man oft, wie die Wischbewegung funktioniert. Es lässt sich recht einfach dieser Fingerfettfilm nachfahren. Dann kann man im Prinzip entsperren, ohne vorher gewusst zu haben, wie der Code geht. Deswegen wird empfohlen, einen PIN zu benutzen.